Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. In dieser Folge werden wir uns jetzt endlich mal eine gute Rüstung machen, denn seit der letzten Folge haben wir eine XP-Farm. Und das bedeutet, wir können uns jetzt schön die Erfahrungspunkte holen. Und ich habe gefailed, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich angefangen zu verzaubern, wie ihr hier schon seht. Ich habe schon ein bisschen was verzaubert und ich hatte die Aufnahme nicht an. Das ist natürlich super ärgerlich, aber ich habe noch nicht so viel gemacht zum Glück. Also ich kann euch mal zeigen, ich habe jetzt hier Rüstung gecraftet mit den Diamanten und noch ein Schwert. Und ja, wir haben jetzt zwei Sachen verzaubert. Auf der Hose haben wir Explosionsschutz 4, das ist ganz okay gegen den Wither zum Beispiel. Und auf dem Helm haben wir schon mal Protection 4, das wollte ich eigentlich auf allem haben. Aber läuft gerade noch nicht so gut mit dem Verzaubern. Und dann habe ich auf den Büchern jeweils Schabens 1 und Protection einfach nur, damit ich halt was verzaubern konnte. So, und jetzt gucken wir mal weiter, was wir kriegen. Auf dem Harnisch kriegen wir Fire Protection 3, das ist nicht so geil. Und auf den Schuhen Unbreaking 3 ist auch nicht so toll. Und auf dem Schwert Knockback 2 ist auch nicht so toll. Also ich würde sagen, wir machen mal die Bücher hier wieder, die entzaubern wir nochmal, denn... Weil wenn man jetzt nämlich das erste nimmt, dann verliert man nur ein Level statt halt drei. Und das ist natürlich dann besser, damit wir weiter verzaubern können. Weil jedes Mal, wenn man was verzaubert hat, dann kriegt man eine neue Chance. Und das bedeutet, vielleicht kriegen wir jetzt was Besseres auf der Brustplatte. Fire Protection 4 ist nicht so geil. Auf den Schuhen kriegen wir Protection 4, das würde ich auf jeden Fall schon mal nehmen. Und auf dem Schwert auch Sharpness 4. Aber ich nehme erstmal die Schuhe. Und wir kriegen direkt richtig nice Verzauberung. Das habe ich sehen wollen. Ohne Spaß. Wir haben hier jeweils nur eine Verzauberung drauf bekommen. Was okay ist, aber halt nicht so insane. Aber hier haben wir jetzt Protection 4 bekommen, Unbreaking 3 und Deathstrider 3. Das bedeutet, wir sind schneller im Wasser. Und das ist natürlich eine richtig nice Verzauberung. Die Schuhe sind also schon mal richtig gut. Das Einzige, was da vielleicht noch fehlt, wäre Federfall. Aber das ist schon mal richtig nice gewesen. So, was kriegen wir auf der Chestplate? Wir kriegen Unbreaking. Naja, und was kriegen wir auf dem Schwert? Knockback. Ist alles nicht so geil. Und auf dem Buch würden wir auch nicht so was Tolles kriegen. Jetzt halt die Frage, verzauber ich einfach den Harnisch und hoffe, dass ich was dazu krieg? Wollen wir das einfach machen? Wollen wir hoffen? Wollen wir pokern? Okay, ich habe auch geklickt. Was haben wir bekommen? Fire Protection 3. Oi, das ist nicht so gut. Also es ist okay, aber halt nicht gut. So, und auf dem Schwert würden wir jetzt Unbreaking 3 bekommen, aber das verzauber ich, glaube ich, lieber nicht. Ich verzauber hier nochmal ein Buch. So, was kriegen wir dann? Unbreaking 3 schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich das behalte. Fire Protection 3 und Unbreaking. Ich glaube, ich disenchante das nochmal. Und gehe einfach nochmal in die XP-Farm. Und suche mir nochmal jetzt ein halbes... Oder wobei, ich könnte auch irgendwas einfach in den Ofen packen eigentlich. Das müsste nämlich eigentlich schon reichen, denn... Ach, ich habe alles schon unten. Nee, ich gehe auf jeden Fall nochmal in die Farm. Und hole mir jetzt nochmal ein paar Level. Und dann verzaubern wir das Ganze nochmal, würde ich sagen. Aber die drei hier sind schon mal ganz okay. Die Schuhe sind richtig gut. Hose, naja, Helm ist auch okay, aber... noch nicht so geile Sachen bekommen auf jeden Fall. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir dann noch ein paar XP bekommen und dann würde ich sagen, wenn ich wieder ein paar Level habe, dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt noch ein bisschen XP gesammelt und ihr seht schon, wie viele Items ich da einfach schon gefarmt habe in der Farm. Das ist natürlich richtig krass. Und ich würde sagen, wir verzaubern jetzt nochmal und hoffen, dass wir diesmal was Gutes kriegen. Wir haben 42 Level, das bedeutet, wir haben 5 Chancen mit Level 30 was zu verzaubern. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwas kriege, was cool ist. Und zwar kriegen wir Thorns, das ist nicht cool. Auf dem Shirt kriegen wir Unbreaking, das ist auch nicht cool. Also würde ich sagen, verzaubern wir mal die Bücher. Und gucken jetzt mal, was wir da kriegen. Efficiency 4, das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Buch. Das nehmen wir direkt. So, jetzt kriegen wir Sweeping Edge 3, das ist eigentlich eine richtig gute Verzauberung auf dem Schwert. Und Protection 3, nehme ich glaube ich lieber Sweeping Edge. Und Ban of Arthropods, das können wir richtig gut für die Farm tatsächlich benutzen. Da muss ich nicht immer mit Eisenschwertern dahin laufen. So, was kriegen wir auf dem Buch? Aqua Affinity wäre cool. Protection 4 auf dem Harnisch, das ist richtig gut und das nehmen wir direkt, mit Thorns zum Beispiel sogar noch dabei. Und jetzt halt die Frage, also verzaubern wir einfach die Hosen nochmal, weil wir lieber noch eine bessere Verzauberung darauf wollen oder lassen wir das einfach so? Ist eine gute Frage, ne? Also theoretisch könnte man es so lassen, weil Blast Protection schadet auch nicht. Ach, es ist schwierig, schwierig, schwierig. Also ich würde sagen, ich verzauber auf jeden Fall nochmal kurz das Buch und guck mal, ob ich da noch was Cooles bekomme. Weil man weiß ja nie, vielleicht habe ich ja mal Glück oder so. Piercing 3 ist auch nicht gut. So, verzaubern wir das hier wieder. Dann können wir jetzt mal was hier kriegen. Protection 3, auch nicht so toll. So, und jetzt haben wir noch eine Chance, was auf Level 30 zu verzaubern. Und was würden wir kriegen? Piercing 4, naja. Lassen wir mal so. Okay, jetzt echt die Frage. Also eigentlich ist das schon eine ziemlich gute Ausrüstung. Ja, behalten wir die oder nicht? Ich glaube, wir behalten die. Weil wir können jetzt nämlich auch noch ein paar coole Sachen machen. Und zwar haben wir hier noch Bücher mit Unbreaking 3 zum Beispiel. Und wir haben auch Anvils, das bedeutet, wir können die Sachen zusammen craften. Und ich würde sagen, der Harnisch ist schon mal ziemlich gut. Und da machen wir jetzt Unbreaking 3 nochmal drauf. So, und dann können wir nämlich noch die Spitzhacke besser machen. Und zwar hat die ja Efficiency 4.
Aber wir haben noch ein Buch mit Efficiency 4 und daraus können wir dann eine Efficiency 5 Spitzhacke machen und die baut viel schneller ab. Und ja, das würde ich sagen, machen wir. So, jetzt haben wir, eigentlich brauchen wir noch ein besseres Schwert, weil Bane of Arthropods ist nicht so gut gegen andere Sachen, außer halt gegen Spinnen. Aber das können wir dann später ja noch machen. Wir haben jetzt erstmal auf jeden Fall eine gute Ausrüstung und auf jeden Fall eine starke Rüstung. Und was ich noch in der Folge machen wollte, ist tatsächlich eine Brücke zu bauen. Weil das Craften und das Verzaubern hier, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Vor allem, weil ich ja den Anfang nicht aufgenommen habe, leider. Deswegen dachte ich, kann man nochmal eine Brücke bauen, weil wir sowieso eine brauchen werden. So, und ich habe hier übrigens schon die ganzen Kisten sortiert soweit. Ja, ist eigentlich ganz gut geworden, so die Sortierung, sag ich mal. So, also ein paar Stämme brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir brauchen noch hier solche. Mal nochmal mehr. Und noch ein paar Halbstufen vielleicht, so. Und dann brauchen wir eine Axt auf jeden Fall. Und davon haben wir hier noch ein paar angefangen, ne? So, ich möchte nämlich von da oben, wo die Fichtenholzdinger sind, will ich nämlich bis zu uns rüber quasi eine Brücke machen. Weil dann müssen wir nicht immer hier irgendwie durchs Wasser und so, sondern haben halt eine direkte Verbindung dahin. Aber ich glaube, wir müssen erstmal einmal rüberlaufen, damit ich gucken kann, wie wir das Ganze bauen. Und das soll so eine Art Hängebrücke werden, also jetzt nichts Riesiges aus Stein, irgendwas Massives oder so, sondern einfach nur, damit wir da rüberkommen können, am besten ohne Geländer sogar. Ja, und hier seht ihr mal wieder der schlaue Villager, der es nicht schafft, wieder ins Dorf zu kommen. Die hüpfen nämlich immer hier einfach die Mauer runter und finden da nicht wieder rein. Ja, ich muss eigentlich nochmal einen ganzen Zaun drumherum machen, einfach damit die Villager nicht rauslaufen. Das ist halt, die sind nicht so schlau, die Villager, sagen wir es mal so. So, ich will jetzt von hier aus darüber. Das bedeutet, wir bauen hier einen Block nach unten und dann müssen wir da unter nochmal kommen irgendwie. So, und dann machen wir noch einen nach unten. Das ist natürlich schwierig zu bauen. Ich muss eigentlich daneben sein irgendwie. Also ich gehe jetzt mal kurz schlafen hier irgendwo. So, und ich kann natürlich noch nicht schlafen, obwohl die Sonne schon untergeht. Dann schnappen wir uns mal hier Dirt. Habe ich hier noch Dirt? Jawohl. Und dann können wir nämlich uns... Oh, da sind auch noch Falltüren, glaube ich, gewesen. Ja, eigentlich muss ich das ganze Zeug hier auch nochmal mitnehmen und ins Lager tun. Weil ich da jetzt schon alles so schön sortiert habe. So, ich kann immer noch nicht schlafen. Okay, dann bauen wir doch nochmal ein bisschen weiter. Weil jetzt können wir uns nämlich daneben entlang bauen. So, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher zu bauen. So, ich muss aber noch ein bisschen nach unten. So. Der Hund bellt. Oh je, Mine. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Und ich gehe jetzt einfach mal schon mal auf die andere Seite rüber. So ein bisschen. Den mache ich dann hier wieder weg, den da unter. Dann haben wir jetzt 1, 1, 1. Dann machen wir als nächstes 2 so entlang. Jetzt muss ich den hier wieder abbauen. Oh, das ist so nervig. Mit Halbstein bauen ist echt schwierig und nervig. So, jetzt haben wir 2. Und dann müssten eigentlich als nächstes 3 nach unten gehen. Aber dann muss ich auch wieder weiter nach unten. Das bedeutet, irgendwie muss ich noch tiefer kommen. Na, ich kann jetzt erstmal schlafen gehen. Das mache ich, glaube ich, mal. Ich hoffe, in dem Haus hier ist auch ein Bett. So. Das ist im Creative natürlich viel einfacher, sowas zu bauen, wenn man fliegen kann, aber... Ich kann da leider noch nicht fliegen. Irgendwann kriegen wir eine Elytra, dann kann ich auch fliegen, aber... So, müssen wir jetzt erstmal hier mit Dirt da an der Seite vorbeibauen irgendwie. So, ich gehe nochmal weiter nach unten. Kann mich ja hier auch noch da hin. Ja, okay, das müsste tief genug sein auf jeden Fall. Dann müssen wir halt später hier den ganzen Dirt wieder wegmachen. So. Ich glaube, ich gehe noch ein zur Seite. Ja, das müsste passen. So. Und dann machen wir nämlich hier... Eins. Oh ja, das kriege ich ja super hin hier gerade. Einen dagegen und dann machen wir den wieder weg. Und daraus machen wir jetzt 3 Blöcke, also 1, 2 und 3. Und jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da am besten, also das ist ja auf dieser Höhe hier, aber noch einen höher, glaube ich. Das hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Ich glaube, auf dieser Höhe geht das los. Also wenn ich jetzt gucke, nee, das ist noch einen höher sogar. Ich glaube, hier würde es losgehen, auf dieser Höhe. Das müsste passen. Dann fangen wir hier irgendwo an, würde ich sagen. Mit der Brücke. Ich glaube, ich fange dann hier an. So, mal machen wir hier 3 hin. Jetzt müssen eigentlich die ganzen Bäume hier erstmal weg. Mal schnell mit den 3 angefangenen Hacken hier. Eigentlich müssen wir auch noch eine Axt verzaubern, eine gute. Und dann nur noch Diamantwerkzeug benutzen. Weil ich habe so viele Eisenwerkzeuge und Holzwerkzeuge noch. Und die sind halt sau zu lange damit abzubauen. Das werden wir aber später auf jeden Fall noch machen. So, den Baum hier hol ich auch nochmal weg. Jetzt ist schon mal die Axt kaputt. Haben wir schon mal eine weniger. Den hier mache ich auch nochmal weg. So. Und dann mache ich hier die Blätter weg. Und platziere hier nochmal welche. So, und hier kommt dann der erste Block hin. Von der Brücke. So, und da unten kann ich auch nochmal einen hinmachen. So, zack. Da
Also machen wir hier zwei, dann geht's ein nach unten, dann geht's noch ein nach unten. Ich kann nicht bauen. Ist ja hier wieder verrückt. So, wie viele habe ich dann unten gemacht? Habe ich zwei oder drei gemacht? Wir haben da einen, zwei, drei. Okay. Also einen haben wir, dann kommt jetzt zwei. Und dahin kommen gleich drei. Mache ich da unter wieder einen, zack. So, und da, warte mal, waren das einer, zwei und dann kommt drei, genau. Also hier ran, den weg. So, dann darauf, irgendwie, wenn ich das schaffe. So, eins, zwei und jetzt müsste es noch ein tiefer gehen. So, das müsste jetzt bis zum Ende gehen, theoretisch. Mal gucken, wie das dann gleich aussieht. Weil, wie gesagt, so eine Brücke ist halt super praktisch, da müssen wir nicht immer diesen Umweg laufen. Und so eine Hängebrücke, finde ich, passt hier auch relativ gut hin. So, ist jetzt halt die Frage, sieht das gut aus? Oder soll ich es lieber noch tiefer machen? Ich glaube, ich mache es noch tiefer. Dann machen wir den hier weg, hier einen hin. Den hier weg, hier einen hin. Und dann machen wir die mittleren davon. Wo ist denn hier die Mitte? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4 ist die Mitte. Dann mache ich den auch noch gleich weg. So. Und den auch. Und dann müsste es gut aussehen. Ich sammle mal hier unten schon mal die Items ein. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter weg und gucken, ob das gut aussieht. Dann können wir gleich nochmal ein paar Falltüren platzieren. So. Ja, irgendwie... Es reicht. Es sieht irgendwie nicht so geil aus, nicht so hängebrückenmäßig, aber es passt schon. Für den Anfang reicht es auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir halt Falltüren platzieren können. Können wir hier Falltüren? Ja, hier können wir schon mal Falltüren platzieren. Hier auch. So, und dann wahrscheinlich hier auch nochmal, aber das würde komisch aussehen, also lassen wir das. Weil mit Falltüren sieht das Ganze dann immer noch ein bisschen abgerundet aus. Und dann können wir nämlich hier jeweils nochmal welche platzieren. Und hier natürlich auch, also hier und dort. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen, das sieht nämlich noch ein bisschen cooler aus, finde ich dann. Ja, das sieht doch schon mittlerweile ganz gut aus. Dann sollte ich vielleicht auch nochmal hier auf dieser Seite welche da unterpacken. Das bedeutet, hier geht's nicht, aber hier... So, zack, und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und dann reicht das auch schon für die Treppe. Man könnte natürlich noch mit Zäunen und so weiter da irgendwas an die Seite bauen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Einen Schaufel habe ich natürlich nicht dabei. Will ich auch nochmal schnell. Aus dem Lagoon. Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar, die rumfliegen. Ja, das sieht doch gut aus. Der eine sogar schon fast kaputt. Super. Aber jetzt müssen wir den Dirt dann noch wegmachen halt. Und dann würde ich sagen, sieht das aber schon mal ziemlich nice aus. So. Und dann können wir halt hier so einen kleinen Weg machen, der dann zum Haus geht. Von hier können wir dann ganz schnell eben zum Dorf und müssen halt nicht da außen rumschwimmen und so. Das hat ja immer ewig gedauert. So, einfach damit wir so eine schnellere Verbindung haben, wie gesagt. Und ja, Schaufel schon mal kaputt. Ist das hier noch. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir das Ganze hier eigentlich nochmal mit Steinen austauschen. Das wollte ich ja ewig schon mal machen. Und ich würde sagen, diese Wegblöcke hier, die machen wir auch nochmal kaputt. Und machen dann normalen Dirt da oben drauf. Weil hier ist ja kein Village mehr, das ist ja außerhalb des Villages und da brauchen wir eigentlich hier keine Wege. Und der Weg hier sah sowieso ein bisschen komisch aus irgendwie. Also, weiß nicht, so an der Klippe. Und dann schnappen wir uns hier nochmal den Dirt, wir lassen ja hier nichts verschwinden. Dann können wir uns nochmal die Brücke angucken, jetzt in voller Pracht. Ich glaube, ich mache da sogar noch ein Geländer drumherum irgendwann, aber jetzt erstmal nicht. So, ich würde sagen, das sieht schon mal ganz gut aus. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall eine richtig nice Verbindung mit, weil... Das war halt so ein großer Umweg, das hat mich immer echt geärgert. Und da musste man ja bis zum Tor laufen, weil man ja sonst irgendwo hoch konnte. Und jetzt können wir hier einfach so entspannt rüberlaufen und sind direkt im Dorf. Das ist natürlich schon entspannt. Und mir fällt gerade ein, dass ich den Villager Breeder zugebaut habe. Ich glaube, ich baue den mal auf. Und hier ist übrigens noch ein Hund gewesen. Der chillt da jetzt und wartet. So, und wir gucken mal, ob da jetzt noch mehr Villager gekommen sind. Tatsächlich, zwei Stück, nice. So, und ich glaube, wir müssen auch langsam mal anfangen, hier das Dorf ein bisschen hübscher zu bauen. Also ein bisschen ausleuchten mehr, weil hier spawnen ja immer noch Zombies und so. Und da können wir auch mal richtig handeln mit den Leuten. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit fertig. Das wird auch wieder eine kurze Folge. Wir haben alles verzaubert, was wir wollten. Wir haben sogar eine Brücke gebaut. Und ja, ich würde sagen, das war's. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Brücke in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.